Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder Jibef Akadalmeister mit dem Let's Play von Age of Wonders. Und Meandor ist irgendwie gestorben. Ich habe auch gedacht, es müssen nicht unbedingt die Untoten gewesen sein, es können tatsächlich auch die Menschen gewesen sein, die ja auch riesige Armeen haben. Und wenn die in der Nähe waren mit Meandor, dann kann es natürlich sein, dass die den erledigt haben. Irgendwer wird ihn erledigt haben. Und mich seiner entledigt. Okay, nächste Runde. Da ist der Anführer der... Oh, da ist Gabriel. Okay, ist auch nicht mehr so weit weg. Der Titan dabei. Auch nicht schlecht. Okay. Irgendein unabhängiger Held. Noch ein paar unabhängige Helden, die jetzt ganz wild... Das Tal der Wunder ist wirklich ein Wundertal geworden, weil hier alles chaotisch ist. Werden sogar meine Minen eingenommen. Und irgendwer will es mit Bandy aufnehmen. Was? Wie bitte? Dieser menschliche Bogenschütze will es mit Bandy aufnehmen. Okay, Respekt, Mr. Bogenschütze. Du bist tapferer als so manch anderer. Aber das wird dich auch nicht retten. Und wieder mal verlassen mich die menschlichen Bogenschützen. Wir schafften mal wieder ein Level. Okay, das ist doch was Nettes. Blub. Und wieder verlassen mich welche. Wer desertiert hier ständig? Ach, ihr seid desertiert. Diese Einheit ist auch desertiert. Auf die Menschen kann ich mich nicht verlassen. Ich sage es so, wie es ist. Okay, wir haben ein kleines Übersiedlungsproblem, aber das wird sich gleich lösen. Wir werden hier rüberfahren und Julia hier mal aufräumen lassen. Mach mal diesen Bogenschützen hier fertig. Also ich merke schon, auf die kann ich mich überhaupt nicht verlassen. Die Beziehungen mit den Menschen sind... Ach, misstrauisch. Erledigt die ganzen... Was? Wo kommt denn dieser Priester her? Okay, Habgier. Bleibt ja stabil, die Lage. Das ist das Bizarrste an der ganzen Sache für mich. So bleibt die Lage stabil, aber die Einheiten desertieren, wo sie nur können. Hier ist übrigens unser alter Freund Sirdark, der Verwandelte. Wir werden verhindern, dass er sich weiter verwandeln kann. Sonst nervt er mich. Ich weiß doch, wie diese Typen ticken. Ah, er verdünnisiert sich schon. Aber das will ich auch nicht retten. Denn wir haben hier Bandy. Flüchtet sogar. Er hat Zauber 2. Und er kann verstricken. Und er ist in Panik. Oh, hoho, Sir Dank ist in Panik. Hilfe, Hilfe. Stimmt. Wir hatten Bandy ja angsteinflößend irgendwann mal gegeben. Es ist witzig, dass es hier mal geklappt hat. So, und du Bogenschütze bist auch erledigt. Euch kann ich mich einfach nicht verlassen. Ah, das ist natürlich auch wieder fies hier. Ganz viele Musketenschützen und... aber das könnte Bandy jetzt schaffen. Außerdem haben wir hier... Ich glaube, das ist dann hier Tyrilos. Genau, der andere Menschenheld. Ihr habt mir so viele Probleme bereitet. Ich werde jetzt die Zeit aufwenden, euch zu erledigen. Und jetzt seid ihr ohne die Rückendeckung eures... großen Königs, der sich feige in seiner Stadt versteckt hat. Jetzt habt ihr auch keine Zauber mehr. Beziehungsweise nur die, die... Nur die ihr selber euch vergeben habt. Aber die meisten sind weggefallen, weil unabhängige Einheiten geben sich, glaube ich, keine globalen Zauber oder verzauberte Waffen oder sowas. Okay. Er ist ein Drachentöter und er ist furchtlos. Mal sehen, wie furchtlos er jetzt noch ist, wenn er geschlagen wurde. Jawohl, wer gesagt. Sehr gut. Ich möchte jetzt ein bisschen die Menschen quälen. Weil sie mich stören. Und die Zwerge aus Thorbrand schließen sich an.
Halblingreiter heißen Sie willkommen. Und wir haben natürlich Arnus Langbogen. Der kann natürlich auch was machen. Ja, da bin ich ja noch beim Befestigen bzw. am Verbessern meiner Beziehung zu diesen wunderbaren Menschen. Ich will sie einerseits bluten lassen, andererseits möchte ich ihnen auch zeigen, dass ich nicht so schlimm bin, wie sie vielleicht denken. Okay, Julia hat sich bewegt. Das Schiff ist so gut wie hinüber. Das hier wahrscheinlich auch, weil hier kommt so ein blödes anderes Schiff an. Ihr könnt euch mal verbünden, nicht, dass es wohl... Das eine könnte als Schutzschild fungieren, das geht vielleicht. Aber darüber hinaus, sieht weiter nichts. Okay, wir haben hier meine Priester-Armee. Ein Haufen Halblinge und hier ist ein Förster. Ihr könnt euch zusammentun. Jawohl, passt perfekt. Okay, hier dürfte auch nicht mehr so viel im Argen sein. Die Lage ist stabil in Romina. Ich kann ja auch nichts anderes groß machen, um meine Beziehung mit denen zu verbessern. Ich könnte natürlich hier plündern und niederbrennen. Das würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich böse wäre. Aber selbst dann... Naja. Okay, hier sind hier welche komischen Unabhängigen, die hier Geister, die meine Minen zurückerobern. Wo ich nicht so ein Problem mit habe tatsächlich, weil... die ja... Okay, das könnte problematisch werden. Ja, ich kann die mit meinem Adlerreiter nicht bezwingen. Ich habe keine magische Waffe, verzauberte Waffe würde ich brauchen. Hier haben wir einen goldenen Drachen, der es vielleicht mit denen dort aufnehmen kann. Bin ich dafür? Ich bin dafür. Die ganzen menschlichen Armeen müssen ein bisschen in ihre Schranken gewiesen werden. Jawohl. Hat nicht verwundet? Drache, was machst du da? Der Drache ist ein bisschen dumm heute. Gotteshauch. Oh oh, er ist tot. Super. Super Leistung, Drache. Jetzt habe ich Drachen und will mir cool vorkommen und... Was ist das denn noch? Uivet. Sollte ja meinen... Okay, ich muss die Priester und den Musketenschützen erledigen. Dann sind die Reiter leichte Beute. Zauberangriff. Sie haben Zauberblitze. Ich bin ja nicht... Ich habe heilige Immunität, aber sonst keine. Und Feuerschutz, okay. Ich frage mich, warum sie es dann nicht machen. Okay, jetzt machen sie es. Aber dann sind diese wunderbaren Kavalleristen leichte Beute für mich. Die können sich nämlich nicht wegbewegen und sie können... auch mich nicht angreifen. Ich stelle mich mal so hin, dass ich beide treffe. Jawohl. Da kommt der goldene Drache mal ein bisschen Erfahrungspunkte. Schwindel. Angriff oder Verteidigungsstärke wird gesenkt durch den Schwindel. Okay. Also nicht beides. Das ist interessant. Das ist mir nur vorne noch nicht aufgefallen, dass Schwindel nur eins von beiden betrifft. Bei ihm ist es der Angriff. Ist auf 4 zurückgefallen von 6. So. Und ich habe schon Silberstufe. Sehr gut. So gefällt mir das. Jetzt hat er Angriff 6, Verteidigung 8. Ein Scharlatan. Okay, Bandir. Es ist an dir, aufzuräumen. Verprügelt diese Typen jetzt mal. Ich meine... Ach, ist mal wieder so eine Sache. Hm?
diese Musketen schützen. Okay. Rundumangriff. Hä? 10 Angriff, 9 Schaden. Ach ja, wegen meinem Rundumangriff. Aber wieso kann ich den nicht ausführen? Aber reicht meine Bewegung nicht aus? Das ist ja dumm. Okay, der Ritter wollte es wissen. Wow, dieser Schwertkämpfer ist aber ziemlich gebieft gewesen jetzt. Okay. Wow, 3 auf einen Streich. Bundy is back. Er fragt sich nur, wie lange. Jawohl, Bundy is back. So, und du Musketenschütze bist dran. Sehr schön. Bundy, danke. So wollte ich das sehen. Das war die Idee dahinter. Du kannst ja sogar nochmal hier absteigen. Ich glaube, es ist immer dumm, Bundy das Zepter in die Hand zu geben, um hier irgendwie einen Haufen Wölfe. Hatte ich die überhaupt schon mal? Ja, haben wir schon mal gesehen. Bundy sollte eine Chance haben, trotz der Übermacht. Uhuhu. Wir finden Schwert der Finsternis. Todesangriff. Eine Resistenz, ein Angriff und eine Feueraxt. Ein Angriff und ein Schadenspunkt. Und Feuerangriff auch noch. Ich meine, das ist doch... Gib ihm die Feueraxt. Er ist Bundy, der Feurige. Und er ist trotzdem noch bei Angriff 10. Passt das. Ach, Bundy, warum versuche ich immer mit dir einen goldenen Drachen zu beschwören? Das wird doch nie was. Du musst dich immer wieder heilen. Julia, was ist mit dir? Ja, du bist dabei. Du bist gut dabei. Das freut mich immer. Und hier... ist Zeit für goldene Drachen. Warum nicht? Damit befestigt. Ihr könnt euch in den Turm zurückziehen erstmal. Da seid ihr erstmal geschützt, weil ich glaube, diese Ork-Typen werden irgendwas machen. Gadarn. Darüber hinaus. Die Lage in diesen Städten ist stabil. Ich will nur mal wissen, ob die Menschen sich irgendwann mal hier kenntlich zeigen. Ich kann ja nicht umsiedeln, sonst würde das meine Beziehung mit denen auch nochmal verbessern. Ich meine, mit den Halblingen, Zwergen oder Elfen kann ich ein bisschen Verlust verkraften. Ja. Warum kannst du nicht dahin? Ich soll euch verbünden. Geht einfach nicht. Warum weiß man nicht? Runde weiter. Glaphos wurde eingenommen. Oh. Also ein Hünenfürsten. Ja, den muss ich eigentlich nur noch plattkloppen, so wie es aussieht. Meandor hat sich ja selber aus dem Verkehr gezogen. Oder ziehen lassen, besser gesagt. Ja, die basteln hier wahrscheinlich Schiff und wollen übersetzen. Okay. Die Unabhängigen sind aktiv. Aber wie man sieht... Okay, hier passieren gerade ein paar wilde Sachen. Unabhängigen sind mit die größte Gefahr jetzt im Moment. Was machen die hier den ganzen Tag? Okay. Eine Katapult greift Julian. Das war's. Sehr gut. Und eine Balliste greift den goldenen Drachen an. Du bist ein bisschen näher, oder? So, zack. Goldener Drache wird herbeigerufen. Wir haben noch ein Level geschafft. Okay, wisst ihr was? Das Zauber will ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Bundy schaffte auch ein Level und hat 30 Punkte. Dem habe ich lange nichts mehr gegeben. Er schaffte 2 Level auf einmal, ja genau. Und Julia schaffte auch ein Level. Okay, wisst ihr was? Ich muss euch jetzt irgendwie versorgen mit irgendwelchen Upgrades. Julia, Angriff und, ja, Lebenspunkte vielleicht.
Also Angriff auf jeden Fall. Und Resistenz oder ja, Lebenspunkte würde ich sagen. Ich war noch nicht fertig damit. Held kann nur einmal verbessert werden. Was für ein Humbug! So, nochmal das Ganze. Okay, Angriff und Trefferpunkte. So. So, Bandir. Dir gebe ich jetzt, du Meister aller Klassen, mehr Schaden. Mehr Lebenspunkte und mehr Bewegung. Jawohl. Der rennt jetzt durch die Gegend wie nichts anderes. Wir können uns auch mal ein bisschen was verpassen. Bogen schießen. Ich werde Bewegung erhöhen und Trefferpunkte. Ups. Schon wieder verhunzt. Doof, dass man das nicht zweimal machen kann hier. Okay, Trefferpunkte und Bewegungspunkte auf 41 hoch, genau. So, Bandir, was hatte ich dir gegeben? Bewegung ja sicher, genau. Schaden sicher und Trefferpunkte. So. Julia kriegt, was war das? Angriff und Trefferpunkt dazu. So, jetzt haben wir es. Okay. Das Bandi hier unten. Das sind Ballisten und Reiter und alle möglichen Arten von Gesindel. Das ist das Problem, was da ist. Wir können auf dem Weg diese fertig machen. Ich mache mal automatischen Kampf. Erledigt mit der Feueraxt. So, und dann müssen wir uns noch hier um diese Ballisten kümmern. Ballisto, Ballisto. Ich glaube, alle können auf mich schießen. Oh ja, na, bis auf die Ballisten, das ist gut. Okay, Bandir dahin und mach den Rundumangriff. Yeah, brennende Ballisten. Rundumangriff. Yeah, beide auf einen Streich. Oh, der Musketenschütze. Ist erledigt. So, halt dich wieder. Bandir muss sich jeden Tag heilen. Er ist derjenige, welcher sich mit allem rumschlagen darf hier. Aber sieht schon wesentlich gangbarer aus hier. So, wie ist unsere Beziehung mit den Menschen? Sie sind neutral geworden. Sehr gut. Ich habe in Rylene eine Mauer gebaut. Ich werde sie weiter ausbauen. Ne, geht gar nicht. Na gut. Aber dann... Sind Sie zufrieden? Das ist gut. So. Arnus, du kommst mal hier hin. Meine Gadan ist ein gefährlicher Gegner. Das könnte jetzt die falsche Entscheidung gewesen sein. Könnte natürlich meinen Haupthelden hier hinschicken als Unterstützung. Muss ich mal gucken. Julia hatte irgendwie ein Drachen, glaube ich, beschwört. Kann das sein? Zum Anwenden bereit, ja. Okay, der kann sich immer ein bisschen hier austoben. Da sind bloß ein paar popelige Bogenschützen drin. Katapulte, Musketenschützen, das kriegt Julia auch hin. Das Tal zurückerobern. Das wäre ja noch schöner. Rundumangriff hast du nicht. Ne, okay. Aber die wunderbare Mauer beziehen. Was lauft ihr außerhalb der Mauer rum? Ich tanze auf der Mauer. Zack.
Platzturm ist auch meins. Sind fröhlich, sie sind fröhlich. Ah, leider keine Luftschiffe. Mauern kann ich auch nicht bauen. Die sind schon alle voll ausgebaut. Hätte ich zugelassen, dass die Menschen hier noch länger sind, dann hätten sie mich mit ihrer Übermacht an Städten und was sie sonst noch alles haben platt gemacht. Das ist ganz klar für mich hier. Die Musketenschützen, Katapulte, Ballisten und alles andere. Luftschiffe hätten mir irgendwann ganz sicher das Genick gebrochen. Ganz sicher. So, wie ist denn eure Moral jetzt? Wenn ich ein paar produziere... Habe ich aber noch irgendwo Bogenschützen, die mir treu sind? Ja, hier. Okay, die Moral ist okay. Das ist gut. Das heißt, die werden nicht mehr desertieren. Haben wir wenigstens das geschafft. Installiert mir Flugschiffe. Das Geld habe ich jetzt ja. Das fließt jetzt ja alles in mich rein. Kann ich mal auf den Weg machen hier, ein bisschen die Untoten hier quälen. Ich muss ein bisschen dich fernhalten vom Chaos hier. Hünen sitzen hier schon, okay. Der Anführer ist da und er ist nicht gerade gut bewacht, muss ich sagen. Das muss auch mit Meandor passiert sein. Anos, wie sieht's bei dir aus? Brauchst du irgendwann einen Zauber, den ich dir noch geben muss? Ja, ich glaube, ich kann dich ein bisschen versorgen mit Zaubern, oder? Goldener Drache, ja gut. Brechen wir es wieder ab. Segnung für ihn, wir kriegen Waffe verzaubern für ihn. Und Steinhardt braucht er nicht. Ne, ist alles gut. Damit sollte er diesem hier die Stirn zumindest im Kampf bieten können. Er hat ja auch nur Zauber 1 und ein paar ja, Schießkunst 4 immerhin. Hat er überhaupt Bogenschießen? Ja, hat er. Okay. Das ist ein guter Schütze. Besser als Arnus. Aber alles ist besser als Arnus. Goldener Drache, quälst du... Ja, du kannst den da quälen. Nee. Dann versuch es mal mit diesen dort. Okay, die Gefahr ist irgendwie der Scharlatan und die Balliste natürlich. Mhm, der Scharlatan. Erstmal die Balliste. Er will es wissen. Mit seinem blöden, was hat er überhaupt? Zauberblitze, ja, was die meisten Priester auch haben. Wow! Verteidigung 3, was zum Geier? Allerdings hat er diesmal nicht verwundet. Ich meine, ich habe einen goldenen Drachen, der hat Verteidigung 8 und Resistenz 8. Der schlägt sogar zurück. Wow! Dieser Scharlatan macht Riesenprobleme. So. Also das hätte mich jetzt auch wirklich gewundert, wenn das nichts geworden wäre. So, geschwindelt. Ist wieder mal der Angriff gesunken bei ihm. Aber gut, Verteidigung 4 ist ja auch nicht so hoch und ich habe Angriffsstärke 7. Also habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich so 70%, um ihn zu verwunden. Ja. Wahrscheinlichkeiten. Danke. So. Ah, noch ein Erfahrungspunkt und er steigt auf. Gut. Ein bisschen durch die Gegend. Ja, die große Menschenarmee dürfte hier mit
auf der Hauptinsel ziemlich ausgelöscht sein. Fröhliche Menschen. Gebt mir Luftschiffe, damit werde ich die Fieslinge traktieren, alias die Hünen, welche eigentlich nicht die Fieslinge sind, also eigentlich mehr so Dunkelelfen, aber die sitzen ja einfach fröhlich in Leihweb. Tun eigentlich gar nichts Böses mehr. Ist schon faszinierend. Apropos faszinierend. Ich habe hier noch so eine kleine Armee, die sich um diese Dunkelelfen hier kümmern kann. Mal wieder eine klassische Schlacht mit einfach nur so Einheiten. Ohne Heldengedöns. Aber man dürfte inzwischen schon gemerkt haben, wie wichtig Helden sind in diesem Spiel. Was für eine Bedeutung sie haben hier alles in allem. Ich mag gerne dieses Bild von Elfen und Halblingen, die zusammen kämpfen. Das hat irgendwie was. Okay, Förster, du gehst voran. Halbling Schleuderer, stellt euch bereit. Priester dahinter. Ich habe sogar Elfengeistliche. Elfenfechter, ihr werdet das erste Opfer bringen. Die Aufklärer halten sich ein bisschen in Flankenstellung. Okay, sie kommen raus. Da ist die fiese Nymphe. Irgendein Haus ist da oben in der Ecke. Wer auch immer da wohnt, dürfte ein Problem haben. Würde ich mal behaupten, weil wie ist der Super-Einsiedler. Okay, schleudert die Steine auf die Nymphen oder wen auch immer. Einfach schleudern. Zweifelsfall schleudern. Und ich sage Nymphe und meine eigentlich die Lady des Schmerzes. Bogenschützen-Duell. Bogenschützen-Duell. Danke, Förster. Okay, Elfenaufklärer. Na hier. Elfenfechter versus Elfenfechter, danke. Und wir werden mal Heilkunst einsetzen auf die Reiter hier. Und ansonsten Halbling-Geistliche nochmal einen Blitz. Bitte nicht die Elfen treffen, haben sie nicht, aber haben auch keinen Schaden gemacht. Damit gehört Olarka mir. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Pack doch mal ein paar Menschen rein, dass wir meine Beziehung mit denen verbessern. Yeah, jetzt kann ich auch Menschen reinpacken. Okay, wahrscheinlich mussten sie erst neutral werden, damit sie sich überhaupt gewillt sind, irgendwie umzusiedeln in meine Richtung. Sonst machen die das ja nicht. Dann sagen die sich, nee, für den ziehen wir nicht um. Aber sobald wir neutral sind, sind sie gewillt umzuziehen. Ah, das ist interessant. Kann ich das jetzt auch in anderen Städten, wie zum Beispiel hier Goblinstadt? Ich meine, da kommen jetzt die Zwerge hin, aber... Ich kann die jetzt auswählen, tatsächlich. Ja. Die Beziehung muss mindestens neutral sein. Gut, dass ich in dieser Stadt noch eine Palisade errichten konnte, weil sonst hätte ich nicht gewusst, wie ich meine Beziehung mit den Menschen verbessern kann. Aber gut. Hey, wir werden alle Völker hier vereinen, bis auf die Hünen, die sich jetzt als die Obermistkerle entpuppt haben. Na gut, Untote sind kein Volk in dem Sinne und die Dunkelelfen, naja, machen hier was anderes. Beziehungsweise die haben sich selber aus dem Verkehr gezogen. Ich kann nichts dafür, das hat... Jetzt entschuldige ich mich schon für die... dusselige KI. Okay, hier ist ein Seekampf. Ah, aber ich habe zwei Schiffe. So, die Idee ist jetzt... ich hoffe mal, er ist so dumm und greift mein Transportschiff an. Wenn er das macht... Oh, ich glaube, er ist nicht so dumm, wie ich dachte. Hier, greift das Transportschiff an. Oh, er macht's nicht. Ich werde ihn blockieren. Dann treffe ich mein eigenes Schiff. Was wird das denn hier? Ah, oh, ich habe eine Idee. Die ist so beknackt, aber sie könnte funktionieren.
Ich schieße ihn ab, bewege das Transportschiff davor. Da kann er nicht auf mich schießen, weil er nicht drauf schießen möchte. Weil er das hier schießen möchte. Deshalb bewegt er sich vor und kann in seiner Runde nicht schießen. Das ist die beknackteste Lösung ever. Aber es funktioniert, wie man sieht. Ja, was soll ich dazu sagen? Okay, er versucht es jetzt mal an der Seite. Aber ich schiebe wieder mein Transportschiff davor. Dass er mit Leichtigkeit abschießen könnte, aber er möchte nicht. Er ist so fokussiert auf das schwache Galeerenschiff, dass das Transportschiff, das ihm überhaupt nichts antun kann, als Blocker fungieren kann. Das ist ja genial. Okay, so kann die Seeschlacht gewinnen. Wer hätte gedacht, dass das Transportschiff so nützlich ist? Und so habe ich das gewonnen. Und die Hexenmenschen erobern eine Siedlung von den Hünen zurück. Ich sage euch, diese unabhängigen Einheiten hier, die jetzt hier überall rumgrassieren wie Geister, sind... gebe an dir mehr Bewegungspunkte. Immer mehr Bewegungspunkte. Julia. Du brauchst mehr Schaden. Du bist irgendwie schadensarm. Aber welch eine Verbündetenarmee hier. Das ist sehr, sehr gut. So. Der große Anführer dieser Typen hat sich verdünnisiert. Okay. Ja, verbünde dich mal mit dieser Armee hier, bitte. Ich möchte nicht, dass du alleine rumrennst. Andi schafft ein Level. Bogenschützen produziert, ja. Die Moral ist okay. So, Julia. Na, du könntest dich auch mit dem Hünenmeister da rumprügeln, weil ich jetzt ja die ultimative Flottenstrategie entwickelt habe. Bandi macht den mal fertig. Keine Gnade mit Deserteuren. Die klauen mir sonst meine ganzen Baugilden und Farmen wieder. Ja, lauf mal da so rum. Ja. Hast hier einen Segen. Ich schnapp mir hier diesen Altar des Lebens. Und sehe da wieder einen Haufen Ballisten und so Blödsinn. So viele Städte auf so engen Raum. Ist es überhaupt irgendwie sinnvoll? Wir haben eine Zwergenstadt. Hier ist Ruhe eingekehrt, also... Ja, die Zwerge schließen sich wieder mal an. Jetzt haben sie auch eine Stadtmauer. Kriegen auch gleich ein paar Bogenschützen. Thurides. Was wollte ich hier machen? Luftschiffe? Hab's vergessen. Oder es ging einfach nur am schnellsten. Ist auch egal. Die Menschen sind zufrieden. Okay. Hünen haben mal ein paar Zwerge übernommen. Ja, und die Echsenmenschen haben jetzt hier... Worte zurückerobert, welches übrigens von Elfen bevölkert wird. Aber das muss man den Echsenmenschen lassen. Sogar ein Silberner dabei. Die machen hier ein bisschen Stuck. Diese unabhängigen Einheiten sind mir das Witzigste bis jetzt. Elfen und Halblinge kämpfen miteinander Seite an Seite. Ich glaube, hier ist es irgendwie noch ein bisschen... Diese Armee ist nicht wirklich beeindruckend. Könnten ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Macht ein paar Schleuderer klar. Die können sich auch nicht verbinden, das ist interessant. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich weil das... Ja, das sind beides Transporteinheiten, das ist das. Galeone kann 7 transportieren und Transportschiff auch. Transporteinheiten können nicht mit Transporteinheiten. Okay, das ist das. Aber sehe ich das richtig, dass sich meine Galeone hier voll regeneriert? Wann ist das denn passiert?
Vielleicht sollte ich erst das kleine Schiff vorschicken, weil das große hat ja mehr Bewegungsreichweite. Und die müssen zusammenbleiben, deshalb ist es sinnvoll, das kleine zuerst zu bewegen, weil dann sehe ich, wie weit das große sich noch bewegen darf. Weil die sind jetzt abhängig voneinander. Die müssen aufeinander aufpassen. Das ist... wieder was gelernt. Okay, Julia, was machst du denn jetzt noch Schönes? Was machst du denn Schönes? Dein Bruder hat sich irgendwie selber aus dem Verkehr gekegelt. Das ist eine Stadt, wo ich eine Mauer bauen kann. Sehr gut. Oh, ihr Menschen, ich baue euch Mauern. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Ich hoffe doch sehr. Nachdem ich eure komischen Bewacher hier ausgeschaltet habe. Ich werde durch die Häuser ziehen. Oh, das war... okay, so ein guter Winkel für das Katapult. Ups. Bonk, bonk. Immer diese Bogenschützen. Schöne Fachwerkstatt wird in meinen Besitz übergehen. Die Leute sind zufrieden. Sie werden noch zufriedener sein, nachdem ich denen eine kleine Palisade hingestellt habe und der Hafen gehört auch mir. Wurde irgendwas errichtet? Okay, Julia, im Grunde genommen kannst du dich Heilkunst einsetzen für dich selber. Kannst auch sonst hier... nee, kein Drachen mehr. Stadttor bereiten. Oh, das kann sie sogar sofort wirken. Sehr gut. Aber die Frage, in welche Stadt denn überhaupt? Ja. Das ist, der Laufweg wird ein bisschen verkürzt. Kann sie dann hier so rüber? Ne, ich glaube, sie sollte besser mit dem Schiff hier so rüber. Geh mal da so hin. Aua. Superb. Ihr macht euch alle, meine Freunde. Die Zwergenpriester sind zu langsam, aber die will ich auch nicht missen. Weil Arnos hat dummerweise immer noch keinen Zauber und dann kann er sich nicht heilen. Deshalb braucht er ein bisschen priesterliche Unterstützung. Du. Ach, die guten alten Halbling-Einzelgänger. Ich wollte ja diesen Adler hier packen. Okay. Ja, die Hünen wuseln hier immer noch rum. Ich habe den König gefunden. Die Unabhängigen machen weiter Stunk. Und ich habe die neue Superstrategie der Schiffsmeister entdeckt. Das machen wir in den Höhlen. Da kann ich jetzt hier auch diese ganzen restlichen Sachen erobern. Das gibt mir noch ein bisschen mehr Gold. Hier wird umgesiedelt zu Menschen. Dauert nur 4 Runden, aber immerhin. Oder dauert 4 Runden, nicht nur. Aber ja. Okay, das sieht schon sehr gut aus. Das Tal der Wunder ist weitestgehend gesichert. Es gibt noch ein paar, nur noch 2 Städte hier, aber die sind ziemlich schwach, so wie es aussieht. Auch sonst können wir es reißen. Und das machen wir dann beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Age of Wonders. Bis gleich.